Willkommen zurück, ihr Panserianer und Ninnen. Heute haben wir Folgendes, und zwar ein Excalibur-Replay. Das ist ein Panzer, den man sich in den neuen Aufträgen erspielen kann, Stufe 6 TD der Engländer. Gespielt wird er von The Legend of Horst aus dem Clan Ipro. Er ist auf der Karte mal in Ofgar, mal nicht in Ofgar. Wie immer Burner-Gefecht, Gagner-Basis erobern, Gagner-Fahrzeug zerstören. Er ist hier mit Tier, also sind drei Siebener, also ein paar Sechser, ein paar Fünfer. Und wie er sich hier anstellt, schauen wir uns mal gemeinsam an. Auf geht's, genau. Ne, Personal schreit auch schon. E25 auf beiden Seiten. Ja, die haben ja Happy Birthday hier. Ilk ist ein fahrender TD geworden. T21 fährt in den Scoutbusch. Die haben aber... Was haben die als Scout? Ein AMX 12-Tonner. Oder pass auf. Der outspottet dich. Jawohl. Da frisst er auch schon. Das heißt, wenn er da aufgeht, entweder hat er eine krasse View-Range, wenn er da steht, oder er ist hier drin. Das ist immer eine gute Info. Wenn aus dem eigenen Team so ein paar was fressen. So, er zielt jetzt rein da in den Busch. In den Scout-Busch. Ah, wir konnten jetzt nicht sehen, ob er getroffen hat, blind. Links, E25 steht da. Okay, Skoda aufgeklärt. Jawohl, 59. Achso, das war mit HE. Ja, dann schießen wir mal HE die ganze Zeit. Derzeit gehen wir auf die Mumpeln ein. Ne, AP hätte 165 Durchschlag beim 150er Alpha-Schaden. Appetit hat 192 Durchschlag, das ist echt mal eine Ansage. 150er Alpha-Schaden und Höhe. 70 Durchschlag und 190er Alpha. Also für die Tierstufe, da die 5er und alles, 70 Durchschlag, tippitoppi. Wie hoch war der Alpha nochmal? 190, okay. Ein E25 seitlich, so wenig Schaden gemacht. 4 irgendwas kommt da, 4H. Nee, Elk. Der AMX war in dem Busch. Gucken wir in der ausgewerteten Wertung, aber das steht wieder. Auf AP wieder. HE. Ein Blindschuss machen wir noch. Ne, weil AP ist die nächste Mumpel. 3:1 gegen Horst. Leider. So, komm schon. T34S ist raus. Jo, er fährt noch mal gemütlich hier gucken, ne? Mal sehen, was hier noch so ist. Sehr schön. Elk. Der Elk war auch in den Büschen, oder wie? Das ist ja Wahnsinn. Du bist offen. Links wird schwierig. Ich meine, normal sollten sie die Heavy Line gewinnen. Die haben KV3 und das Gagner Team 45 Tanko Polsko. Und KV2 ist auch noch mit am Start. Also KV1 kommt. Sehr schön. So. Na, jetzt aber hier. Uli down. Jawohl. 1512 Schaden. T67 ist auch drüben. Oh, E2 kommt schön mit HE auf ihn. Jetzt solltest du wieder auf sein. Jo, aufpassen. Kriegt das noch irgendeiner mit? So E25 vielleicht. Das steht ja bei dir. T34 hat gewonnen hinten. Na, Schotter nochmal. Jawohl. AMX immer noch da. Er steht die ganze Zeit auf einer Pose.
Und fährt wieder dahin. Ja. So, was habe ich vorhin über die Heavy-Gasse gesagt? Die sollte gewonnen sein. Gucken wir mal. KV3 Low HP. Sehr schön mit dem Turm zur Seite, ne? KV85. So, jetzt auf APCR geladen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Jetzt darf kein Schuss bouncen. Genau richtig gemacht. Noch 45 Tanko Polsko. Ja. Kommt man nicht durch. Ah, oben. Kommandantenkuppel. So, KV. Sehr schön, E25. Jetzt jodelt der nächste. Nope. Immer noch nicht. Komm schon. T34. Von links muss man aufpassen. FV hat auch schon gefressen. 7 zu 12. 1674 Schaden. 2 Kills. Mal hinten in die Ecke. HP selber nur noch übrig. Aber immer noch 8 Gegner im Team. Mann, Mann. So, E25 spottet oben. Dann kann die Arti dahin klickern. The Legend of Horse guckt schnell, wo der T34 ist. WZ auch noch da. Jawohl. Auch sehr schön zu sehen, wieder gleich umgeladen auf AP. Ja, auf Kette. Komm schon. Jawohl, rausgenommen. AMX. Nope. Ja, oh, sehr schön. Ja, 4 Kills haben wir. Es steht jetzt auch 9 zu 13. E25 da. Und der T34. Da ist er auch schon, der Hühnerschrecker. Jawohl. Oh, aufpassen, Arti. 2 Stück haben die sogar noch. 3. Sicher jetzt erst. Nee. Schön gegen den roten Strich. So, 2 Artis haben. 5 Kills. E25 hat 2. Wenn wir die am E25 vorbeikommen wollen, das wird eh schwierig, den aufzubekommen auch. AP hat er auch noch ein bisschen. Schönes Kreuzfeuer aufbauen. So, der VK war One-Shot. Doch nicht, ja, One-Shot, genau, Sammy, sehr gut. Das war der KV85 vorhin, genau. Sehr schön. Auf Kette. Jawohl. Aber der E25 muss offen gewesen sein, weil er da hinguckt. Oder? Nö. Arti? Atushka? Ja, Atushka ist lauf. Nee. Komm schon. Jawohl. Wie schnell er die Ketten repariert. Wahnsinn. Sehr schön. 6 Kills. Ein Krieger hat er schon mal. Und es steht jetzt auch 12 zu 13. So schnell kann es gehen. Finde ich cool, dieses Replay. Ja, da sieht man, wenn man weitermacht, kann man trotzdem noch was reißen. Und nicht wie die anderen schon immer am Anfang des Gefechts schreiben, weil die irgendwelche Mods da installiert haben, wo sie ihre Siegchance sehen. Go kill Arti. Genau, er hat ja ein bisschen HP. Sind wir ja mal gespannt. Ich glaube fast der 45 Tanko Polskus zurück. Ne? Bei der Arti abwarten, wer kommt.
Schnell genug ist der Panzer auch, falls der 45er in Cap fährt. Das heißt, man kann ruhig nach vorne. Bin jetzt echt gespannt, wo die aufblinken. Ich meine, die Artis, die stehen sowieso immer gleich, ne? A1 da irgendwo, B1, A2. In diesem Eck da. Vielleicht ist eine mit auf den Hügel gefahren. E25 macht nichts auf, okay. Dann sind sie unsere Hügel. Da ist er. Ey, wo ging der Schuss denn hin? Jawohl. Sehr schön, wir sind bei 3199 Damage. Camp ICAP. Sehr schön. Gute Idee. Also muss der 45er zurückkommen, um den Cap aufzumachen. Der ist auch im Cap. So, feste jetzt zurück. 4 Minuten sind noch. Er fährt zurück. Jawohl, nice. So, 52. 1 Minute noch zum Decappen. Jawohl, ein noch. 7, jetzt hol dir den 8. Kill. Komm schon, komm schon, komm schon, nicht sterben jetzt. 275 HP, 3439 Schaden fabriziert und 7 Panzer zurück in die Garage geschickt. So, was steht da? Wo steht er? Komm, geh auf jetzt. Da ist er. So, Doppel-Triple-Busch. Einmal und noch ein. Jawohl, sehr schön. 8 Kills. 3676 Damage, 554 ermöglicht. Und das mit einem Stufe 6 Panzer. So, gucken wir uns doch mal gleich die ausgewertete Wertung an. Da haben wir nämlich folgendes hier, ein Medaillenregen geradezu. Ne, hier mal in Ofka, mal nicht. Ne, hier ein Mainz, dreimal Kleinkamm, 32 Anleihen gab's. Dann hier Radley Walters für 8 Kills. Pascucci für 2 Artis hier, platt gemacht. Ne? Mindestens 70 Punkte Basis hier, ja, Basis-Eroberungspunkte zurückgestellt. Dann gab es Großkaliber und den Krieger. Und was hat das ganze Spiel gemacht? 5 Panzer-Go-Boote, 671 ermöglicht, einen Schuss abgeprallt, 16 Module zerschissen, 3981 Schaden selbst fabriziert, 8 Panzer zurück in die Garage geschickt. Ja, mit dem Schadensoutput ist er mit seinem 6er, oh mein Gott, ganz knapp. Also wirklich. Das ist The Legend of Horse. In der nächsten Runde musst du dir echt mal Mühe geben, weil so knapp an erster Stelle zu stehen, das geht ja gar nicht. Ne? Also da wollen wir schon ein bisschen mehr Unterschied sehen. So, an Erfahrung, an Kreditors. Hier, er spielt ohne Premium-Account. Ne, 52.105 plus gemacht. Das machen manche nicht mal in ihrem Achter. Ne, mit Premium wären es 72.974 gewesen. Dann Erfahrung gab es 4.086 und 166 freie Erfahrung. Mit dem Premium-Account wären es gewesen 6.129 Erfahrung und 249 Freierfahrung. The Legend of Horst, ich danke dir für dein Replay. Absolut cool, noch schön rumgerissen das Match. Denkt daran, euch allen wünsche ich natürlich viel Erfolg und nur das beste RNG in World of Tanks. Und verbleibe wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.